Mit diesem simplen Manifestationstrick schaffst du es, dein Leben komplett zu verändern. Und in diesem Video zeige ich dir, wie er funktioniert. Herzlich willkommen zu diesem neuen Beitrag. Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Martin Zimmermann. Ich bin Business Life Coach und Mutmacher Mentor und begleite Menschen mit mehr Klarheit und Lebensfreude an ihre Ziele zu kommen. Wenn du auch zu diesen Menschen gehörst, die gerne mehr im Leben haben wollen, denen es nicht genügt, was sie momentan haben, weil sie noch innerlich wissen, dass da noch mehr für sie drin ist und sie bisher enttäuscht wurden von dem, was sie bekommen haben, vielleicht hast du auch manifestiert und bist immer noch nicht an die Ergebnisse gekommen, die du haben möchtest, dann ist dieser Trick genau richtig für dich, denn der bringt nicht nur deine Freude wieder zurück, sondern er bringt dir auch Ergebnisse und nicht nur schnell, sondern auch mehr, als du je denken konntest. Es geht also in diesem Video darum, wie du effizienter und wie du mächtiger manifestierst, und dazu braucht es eine Zielkarte. Ich habe schon in meinem vorigen Video kurz erwähnt, vielleicht wirst du es dir mal anschauen. Hier findest du oben in der Infokarte den Link dazu. Da geht es auch darum, wie du deine Ziele richtig definierst. Und heute geht es darum, warum diese Zielkarte funktioniert, das erkläre ich dir gleich. Und du kriegst noch die 6 Schritte, also eine Anleitung, wie du diese Zielkarte erstellst und in Zukunft für dich zu deinen Gunsten anwenden kannst. Lass uns kurz nochmal über Ziele sprechen. Was ist ein Ziel? Ein Ziel ist nichts anderes als dein Traum mit einer Frist. Und warum die Frist so entscheidend ist, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Also bleib bitte dran, bis wir auf die Schritte eingehen. Was ist die Zielkarte und warum ist sie so wichtig und wie funktioniert sie? Die Zielkarte basiert auf dem Prinzip der Autosuggestion. Autosuggestion heißt nichts anderes als Selbsthypnose, die du schaffst, indem du Informationen, Gedanken mehrmals wiederholst. Ein Leben letztlich kann nur durch 2 Wege geändert werden, die einen emotionalen Einfluss auf dich haben. Zum einen ist es der Schock, das heißt zum Beispiel ein Ereignis, was dich wirklich tief emotional berührt, zum Beispiel der Tod von einem nahestehenden Menschen, in meinem Fall war es mein Opi, mein Großvater, der sehr bedeutend für mich war und der mich zum Umdenken angeregt hat, was ich eigentlich vom Leben wollte. Oder es kann auch eine Scheidung sein, es kann eine Trennung sein, es kann eine Krankheit sein, wenn es dir wirklich körperlich schlecht geht und du sagst, ich kann so nicht weitermachen. Hat mir auch geholfen, meinen Job zu verlassen, weil ich mich nicht mehr gesundheitlich opfern wollte. Habe ich mir gesagt, ich kann nicht weiter meinen Körper so stark beanspruchen und unter ständig dem Stress aussetzen. Und Stress hat verheerende Folgen für deinen Körper. Der andere Punkt ist die Wiederholung. Sprich, durch die Suggestion, da sind wir wieder bei der Autosuggestion, durch das Wiederholen von Informationen, von Tätigkeiten, wird es irgendwann mal zur Gewohnheit und es wird in deinem Unterbewusstsein tief fest eingespeichert. Egal, ob es eine Lüge ist oder die Wahrheit, weil dein Verstand letztlich so funktioniert, indem du ihm wie ein Computerprogramm, wenn du ein Computerprogramm überspielst durch ein neues Programm, dann wird die Funktionsweise des Computers, also sprich du selbst, wenn du dich als Computer siehst, irgendwann mal so funktionieren, wie dieses neue Programm es besagt. Also nehmen wir zum Beispiel die Werbung. In der Werbung wird ständig gesagt, und so ging es mir zum Beispiel, wie ich klein war, ich habe immer Sprite-Werbung geschaut, Basketball, haben sie natürlich die Sprite-Werbung eingeschaltet in die Werbeblöcke während des Basketballspiels. Da hieß es immer, Grant Hill, einer der besten Basketballspieler damals, er trinkt Sprite und deswegen kann er so gut spielen und schafft ein Dunking und den Ball von oben in den Korb zu befördern. Das habe ich auch gedacht, also habe ich viel Sprite getrunken und habe es irgendwann als wahr angesehen, dass mir dieses zuckerhaltige Getränk, was letztlich eigentlich mehr schädlich war als gesund, mich dazu gebracht hat, in meinem Leben mehr zu machen oder meine Träume zu erfüllen. Oder es kann auch andererseits anders gehen, dass du immer gesagt bekommen hast von deinen Eltern, von deinen Lehrern, ah, du bist nicht gut genug, du bist schlecht, du bist zu dumm, um im Leben irgendwas mal zu erreichen und irgendwas mal zu bringen. Also sprich, durch diese Assoziation von dem Besagten, was du ständig eingeflößt bekommst, nehmen wir das Sprite oder anderes Beispiel ist Taschentuch, Tempo. Dir wurde so oft gesagt, dass Tempos die besten Taschentücher sind. Also hat sich irgendwie so eingebürgert, dass wir unsere Taschentücher Tempos nennen, obwohl Tempo eigentlich Geschwindigkeit bedeutet. Aber wir erinnern uns an das, was wiederholt wurde, an diesen Schock und sagen uns, okay, ich bin überzeugt davon, dass das Richtige ist und dass das zu meinem Leben gehört. Also was passiert dadurch? Du überzeugst deinen Verstand dadurch, dein Bewusstsein, dass es wahr ist und
dein Verstand, dein Bewusstsein glaubt auch, dass es der richtige Weg ist. Weil du darfst nicht vergessen, unser Gehirn ist mehrere Millionen Jahre alt und wurde eigentlich dazu geschaffen, zu überleben und nicht uns glücklich zu machen. Also ist die Frage, was macht dich glücklich? Und dann sind wir schon beim nächsten Punkt. Und zwar geht es jetzt um die 6 Schritte, wie du deine Zielkarte definierst. Was willst du eigentlich im Leben? Was macht dich glücklich? Ist es Geld? Ist es irgendwas Materielles? Oder was sonst alles möglich ist in deinem Leben, was du dir vorstellen kannst? Deine Träume, wie gesagt, das ist, was du festhalten solltest. Der zweite Punkt ist, was gibst du dafür, um diese Träume zu erreichen? Es ist ein Energieaustausch. Ne? Gehen wir wieder zurück auf diesen Punkt. Computerprogramme, deine Festplatte ist voll, absolut überlastet. Dann kriegst du diesen roten Balken angezeigt. Das heißt, du hast nur noch 1% Speicherkapazität übrig. Also was machst du? Du drückst auf die Speicheranalyse und schaust nach, was für Programme, was für Dinge, was für Informationen dir nicht hilfreich sind oder du nicht mehr brauchst. Und genau darum geht es, deine Ziele zu erreichen. Wenn du deine Ziele erreichen willst, dann darfst du Gewohnheiten ändern, dann darfst du Menschen aus deinem Umfeld bugsieren, die dich davon abhalten, deine Ziele zu erreichen. Und andersrum darfst du auch was dafür geben, um deine Ziele zu erreichen. Das ist ein Energieaustausch, vielleicht ganz nach dem Prinzip des Geben und Nehmens. Als dritter Punkt, wie ich schon vorhin angesprochen habe, ist die Frist. Die Frist ist deshalb so wichtig, weil je weniger Zeit du hast, desto höher ist deine Motivationskraft. Geh nochmal, wenn du Sport betreibst, dann kennst du es sicherlich oder du schaust dir einen Wettkampf an im Fernsehen und du siehst immer, wie die Sportler ihre Leistungskapazität, ihre Leistungsbereitschaft in den letzten Minuten steigern. Wenn es um Sieg oder Niederlage geht, dann geben sie ihr Bestes, dann kommen die besten Szenen zustande. Beim Basketball zum Beispiel, gerade das Basketball-EM, da entscheiden sich Spiele manchmal in den letzten Sekunden sogar. Und da passieren die besten Aktionen, da ist es am intensivsten. Und genauso darfst du deine Ziele auch sehen. Du bist am motiviertesten, wenn du dir die Frist so setzt, dass sie zwar realistisch ist, aber dich gleichzeitig auch herausfordert. Und dann kommen wir zum vierten Punkt. Die ersten waren jetzt eher Fragen, die du gedanklich beantworten kannst. Als vierter Punkt natürlich, um das Ganze noch niederzulegen, geht es darum, dass du die 3 vorigen Punkte, deinen Entschluss klar und knapp auf eine Karte schreibst. Und diese Karte kann alle möglichen Art von Formaten haben. Ich mache das nach dem Bob Proctor-Prinzip hier auf so einer kleinen Karte. Habe ich mir aufgeschrieben, was ich will. Ich lese dir gleich nochmal vor, was meine Ziele sind. Aber du kannst es einrahmen, du kannst es laminieren. Auf jeden Fall soll es immer bei dir vorhanden sein, in Griff bereit sein. Und dann als fünfter Punkt ist es ganz wichtig, dass du dir es vorliest. Wenn du emotional in Kontakt bist mit diesen Zielen, und ich lege dir das auch wirklich ganz nah ans Herz, dass du nicht nur einfach irgendwas aufschreibst, sondern dir auch die Frage dahinter stellst, warum machst du das? Und es gibt nicht nur ein Warum, sondern es gibt das Warum des Warum. Also du kannst zum Beispiel sagen, ich möchte 1 Million Euro verdienen, und darauf komme ich gleich nochmal zurück. Aber warum will ich es machen? Warum will ich diese 1 Million? Weil ich dadurch meine Familie ernähre, weil ich meiner Familie dadurch mehr Wohlstand ermögliche. Weil ich damit mehr Menschen helfen kann, weil ich mehr investieren kann, weil ich damit für einen guten Zweck spenden kann. Und dann kannst du die Frage stellen, warum will ich für einen guten Zweck spenden? Warum will ich meiner Familie helfen? Und dann triffst du vielleicht auf noch grundlegendere Dinge, weil du herausfindest, ich bin ein hilfsbereiter Mensch, ich möchte mehr Menschen helfen, ich möchte die Welt verbessern, ich möchte, dass weniger Armut besteht in der Welt, dass die Leute mehr in ihre Kraft kommen. Und so weiter. Du wirst irgendwelche Gründe finden, die dich wirklich berühren und nicht nur an der Oberfläche verbleiben, weil sonst wird keine Manifestation was, das solltest du bereits wissen. Zum Vorlesen gehört natürlich auch noch die Zeitpunkte. Es soll morgens stattfinden, nach dem Aufstehen und abends, bevor du ins Bett gehst. Dann ist dein Unterbewusstsein am aufnahmefähigsten und dann ist es auch möglich, dass deine Manifestation wirklich eintrifft. Ich schlage dir vor, lies deine Karte so maximal oft wie möglich durch. Je öfter, desto besser. Je öfter bleibst du in dieser Manifestationsenergie, da hebst du deine Schwingung an, deines Ziels und ziehst es eher an. Deswegen kommen wir auch zum nächsten Punkt und der ist, dass du es in deiner Hosentasche trägst oder an einem Ort an deinem Körper trägst, dass es spürbar ist. Dass du jedes Mal, wenn du dich bewegst, wenn du deine Hände in deine Hosentasche steckst, dass du mit dieser Karte in Berührung kommst. Und sie dann dir auch anschaust und dir laut vorliest. Wichtig ist, laut vorlesen. Laut vorlesen. Ich wiederhole es nochmal.
Und was du drauf schreibst, das sollte immer drauf stehen. Und dann komme ich jetzt auf meine zu sprechen. Ich lese dir mal meine vor. Ich bin so dankbar und glücklich jetzt, also immer Präsenz schreiben, dass das Universum weiß, dass du empfangsbereit bist, dass dein Unterbewusstsein weiß oder versteht, dass du es bereits jetzt schon hast. Dass ich habe das jetzt wiederholt, regelmäßig am Tag dreimal drei wertvolle oder qualitativ hochwertige Beiträge in meine sozialen Netzwerkkanäle schreibe, um damit Menschen zu erreichen, um sie zu ermutigen, ihr Leben wieder in ihre Hände zu nehmen. So, und mehr Lebensfreude zu verspüren, weil letztlich, wenn du dein Leben wieder selbst leben willst, dann musst du diese Freude wieder in dir spüren, um im Leben glücklich zu werden. Und dazu dient auch diese Zielkarte. Der Effekt, der es hatte, ist nicht nur diese Motivationskraft, die ich schon angesprochen habe, sondern es stärkt auch deine Willenskraft. Es stärkt dein Vorstellungsvermögen, deine Fantasie, deine Ideenfindung, dein lösungsorientiertes Denken, wie du an deine Ziele kommst. Weil das ist ganz wichtig. Auch schon, was ich bei Punkt 2 genannt habe. Es geht darum, auch ausdauernd zu sein und zu sagen, was ist der Effekt von dem, was ich dadurch bezwecken will mit diesem Ziel. In meinem Fall war es so, dass ich diese Zielkarte angefangen habe zu schreiben, kurz oder in dem Moment, wo ich in dieser Trennungsphase war, ich meine Tochter weniger und weniger gesehen habe und beschlossen habe, mich von meiner Frau zu trennen. Und in den schwierigen Momenten habe ich sie immer wieder rausgeholt und habe mir angeschaut, oh, ich will Millionär werden, ich will reich werden, ich will Menschen bereichern, ich will meine Lebensfreude, die ich immer noch hatte, obwohl ich Trennung, Scheidung, verschiedene Schicksalsschläge, Angstzustände, Depressionen, alles schon überstanden habe, das möchte ich mit der Menschheit teilen. Und daher lege ich dir es auch nahe, dass du dir diese Zielkarte durchliest, weil letztlich, was es bei mir gemacht hat, ist, dass ich aus diesem Tief rausgekommen bin und nicht nur rausgekommen bin, sondern es hat mich gleich in eine ganz andere Sphäre, auf eine andere Vibration katapultiert, weil ich wusste, dass ich zum Beispiel meine Marketingfähigkeiten erhöhen darf, verbessern darf. Also hat mir das Universum durch meine Manifestation, bin ich fest davon überzeugt, hat es mir eine Werbung von einem Seminar in Paris zugeschickt über Facebook. Bei dem habe ich mich angemeldet und bei diesem Seminar habe ich dann meinen jetzigen, damals zukünftigen Mentor kennengelernt, weil ich schon innerlich irgendwie überzeugt war, dass ich reich bin, dass ich millionenschwer bin, dass ich was im Leben erreichen will. Und das hat der andere gespürt. Dann sind wir wieder bei der Energie, diese Vibration, die ich in mir hatte, dadurch, dass ich diese Karte vorgelesen habe, dass ich wusste, dieser Event ist notwendig, damit ich mich verbessere, damit ich weiterkomme im Leben, hat mich letztlich dazu gebracht, meine Ängste zu überwinden, weiter nach vorne zu gehen, diese Konstanz aufzubringen, regelmäßig was zu tun, hilfsbereit zu sein, wo immer es möglich ist, weil das ist das Wichtigste. Diese Zielkarte hilft dir nicht nur in deinem Geschäft persönlich, sondern auf jeder Ebene. Ich hoffe, das Video ist bei dir angekommen. Die Nachricht, dass es darum geht, ich fasse mal kurz zusammen, dass du verstehst, dass es um die Autosuggestion geht. Es kommt darauf an, wie du mit mir sprichst. Also sprich liebevoll mit dir, gefühlvoll. Es soll wirklich ins Herz gehen. Jedes Mal, wenn du dir deine Karte anschaust und es laut vorliest, was draufsteht. Und nimm dir diese 6 Schritte zu Herzen. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Wenn du mehr dazu wissen willst, stell mir eine Frage auch über meine anderen sozialen Netzwerke und ich hoffe, dadurch kommst du weiter. Wenn dir das Video gefallen hat, setz gerne ein Like drunter, abonniere auch gerne meinen Kanal, dann wirst du in Zukunft alarmiert, wenn ich neue Videoprojekte, Beiträge rausbringe. Und ich wünsche dir noch alles Gute, viel Erfolg beim Manifestieren und beim Umsetzen deiner Ziele. Du bist wunderbar, du kannst es schaffen und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.